Ja, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz in dieser DEL-Saison. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, zu meiner Linken Gästecoach Harold Kreis, zu meiner Rechten wie immer Rich Czernomatz. Der jetzt Ingolstadt verliert das erste Spiel in dieser Saison mit 1:2 gegen die Adler Mannheim. Und wir beginnen wie gewohnt mit dem Gästestatement. Harold, bitte. Ja, guten Abend zusammen und willkommen in die neue Saison hier. DEL, ich bin im Vorfeld dieses Spiels ein paar Mal gefragt worden, was ist mir lieber, ein Auswärtsspiel zuerst oder ein Heimspiel. Man ist immer schlauer im Nachhinein, aber ich glaube, zu Hause zu starten ist immer ein bisschen schwieriger. Man steht immer ein bisschen mehr unter Druck, die Erwartungen sind immer ein bisschen höher. Über 60 Minuten fand ich es ein sehr intensives Spiel. Die Mannschaft hat schon zweimal gegeneinander gespielt in der European Trophy. Das waren auch ähnlich wie heute sehr hart umkämpfte Spiele. Kleinigkeiten haben entschieden. Wir haben im großen Ganzen es geschafft, die Ingolstädter in unserem Drittel außen zu halten. Die haben ein paar Mal Druck zum Tor gemacht, ein paar Nachschüsse, aber im großen Ganzen konnten wir die wirklich außen halten. Wir haben selber dann die Scheibe gut tief gespielt, sie dort auch sorgfältig mit der Scheibe umgegangen, wenig zugelassen auf beide Seiten. Chancengleichheit, vielleicht ein paar Plus zu uns. Wir hatten da ein paar Powerplay-Situationen, war ein faires Spiel. Wir haben heute, glaube ich, sehr bullystark gespielt. Wir haben nach unserer Statistik knapp 70% Bullies und das macht es natürlich ein bisschen leichter, wenn man mit der Scheibe beginnt. Aber trotzdem ein gutes Eishockeyspiel für den ersten Abend für Rick und seine Mannschaft auf den Sonntag. Viel Glück, vielen Dank. Ja, Harold Kreis, vielen Dank. Und Rich, dein Statement bitte. Danke, Harry. Ich muss Kompliment deiner Mannschaft. Heute, ich denke, für das ganze Spiel, deine Mannschaft hat sehr kompakt gespielt mit der Verteidigung. Ich denke, sie waren sehr besser als uns auf der Bande, bessere Passing gemacht als uns heute. Wir hatten unsere Chancen, aber sie hat geduldig gespielt. Dennis Andres hat die richtigen Saves gemacht. Und ich denke, das wäre einfach für mich zu sagen, deine Mannschaft war besser als uns in der Kleinigkeit Dinge heute. Und wir haben zu viel Fehlerpass gemacht und nicht genug Druck auf die Vorcheck im Spiel. Und sie hat auch viel mehr Bullies gewonnen im Spiel. Aber im ersten Spiel gegen den Vizemeister, Meister von letztes Jahr, du kennst verloren. Aber wir müssen mit einer besseren Leistung haben für Sonntag gegen Hannover. Dankeschön. Vielen Dank, Rich Czernomatz. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem ist nicht so, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, sehen uns wieder am Sonntag um 16.30 Uhr. Glückwunsch nach Mannheim an den Sieg und kommt gut nach Hause. Bis Sonntag, auf Wiedersehen.